Hallo und herzlich willkommen aus dem Tour der Minis in Aue. Heute sitze ich auf einer Holzskulptur. Ja, das soll also ein Capybara, oder das ist ein Capybara. Das ist das größte Nagetier, was es gibt auf unserem Planeten. Komisch, dass sowas im Zoo der Minis steht, aber es ist ein sehr beliebtes Reittier bei den Kindern, die unseren Zoo besuchen. Ja. Heute soll es also mal um die kleinen Tiere im Zoo der Minis und eben um die allerkleinsten gehen. Das, wie gesagt, das größte Nagetier auf unserem Planeten. Und als nächstes schauen wir uns mal das kleinste Nagetier hier im Zoo an. Kommen Sie mal mit. So, wir sind jetzt am Gehege der Eurasischen Zwergmaus angekommen. Die Eurasische Zwergmaus ist das kleinste Säugetier, was wir hier im Zoo haben. Aber noch nicht das kleinste, da kommen wir dann gleich noch dazu. Die Tiere sind bei uns einheimisch, wie der Name schon sagt, Eurasische Zwergmaus, also in Europa und Asien anzutreffen, und sind wirklich, wirklich ganz schön winzig. Wir schauen mal ins Gehege, dass wir auch eine aus der Nähe sehen. Ja, komm her, kleiner Winzling. Die sind also so klein, dass die von Grashalmen getragen werden können und daher auch der Lebensraum, die Graslandschaften oder Feldränder in Europa oder Asien, Nordasien, um dort auf der Suche nach Körnern zu sein. Die ernähren sich also von Samenständen und Ähnlichem, und das ist natürlich ganz günstig, wenn man da so in der obersten Grasschicht unterwegs ist, weil man so leicht ist, denn dort gibt es natürlich eben viele Sämereien von den Gräsern. So, jetzt machen wir aber schnell hier wieder zu, dass hier nichts entweicht. Und wie ich ja schon erwähnt habe, ist das zwar ein sehr kleines Säugetier oder das kleinste Säugetier bei uns im Zoo, aber im Zoo der Minis geht es noch kleiner. Kommen Sie mal mit. So, und jetzt sind wir wirklich, 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 wirklich beim allerkleinsten Tier im Zoo der Minis angekommen. Und zwar geht es hier nicht um den Entlers Zwerggubbi, der hier oben schwimmt, der ist ja schon ganz schön klein, sondern wenn man hier unten hinschaut, da hinten vor den Tonröhren sitzt also eine Zwerggarnele. Das sind Garnelen, die im Süßwasser leben, eben so winzig bleiben, dass man mit dem bloßen Auge schon ganz schön suchen muss. Das sind Omnivore, klingt kompliziert, bedeutet aber im Eigentlichen, dass die sich von allem ernähren können, ja, also tierische Abfallprodukte genauso wie pflanzliche Abfallprodukte oder auch ja, anderes, eigentlich alles, was so anfällt, sogar Algen. Ja, und das ist der wirkliche Winzling im Zoo der Minis. Kein Tier hier ist kleiner. Und deswegen ganz winzige Grüße und bis bald aus dem Zoo der Minis in Aue.